Herrgott Himmel, jetzt setzt euch endlich hin. Nein, das ist doch nicht deine Wolke 219. Genau, die Schäfchenwolke, das ist deine. Seid doch bitte etwas leiser. 178, lass sofort die Hörner von 416 los. Ach, heiliger Bimbam, Herrgott Sakrament nochmal. Ruhe, zum Teufel nochmal. Ich meine natürlich, jetzt guckt nicht wie eine Sternschnuppe vorm Aufprall. Das ist doch nur so eine Redensart. Ich habe nur einfach keine Lust mehr, immer unsere schöne Zeit hier in der Teugelklasse zu verplempern, bis wir mit Schutzengelkunde anfangen können. Und wenn ihr dann auch noch mit euren Flügelchen flattert, dann fliegen die Federn und ich muss die ganze Zeit... Genau, dies muss ich. Also, gut, jetzt fangen wir an. Och je, 314, warum weinst du denn? Frau Oberengel, jetzt sind Sie böse auf uns und wir werden bei der Engelprüfung durchfallen. Und dann schaffen wir es nie und dann werden wir alle Teufel. Na, 314, du schaffst das schon. Naja, und dass die Teugel, die bei ihrer Prüfung immer durchfallen, zu Teufeln werden, das ist doch nur so ein Gerücht, damit ihr euch noch mehr anstrengt. Da fällt mir gerade ein, dass wir heute einen ganz besonderen Kandidaten für die Schutzengelprüfung haben. Es ist Teugel Nummer 2418. Wir haben ihn schon so oft auf die Erde geschickt, um Kinder zu beschützen, aber der hat die Prüfung jedes Mal vermasselt. Also so einen Pechvogel habe ich vorher noch nie gesehen. Deshalb haben wir ihm dann noch eine neue Chance gegeben. Wir haben ihn heute zur Familie Ufferkamp geschickt. Die stecken mitten im Umzug, von einer Wohnung in eine andere. Wir sollten Teugel alle die Daumen drücken, dass er die Prüfung heute endlich schafft. Dann lasst uns mal gucken, wie es Teugel gerade geht. Schließt alle die Augen, dann könnt ihr sehen, wie der Umzug läuft und was Teugel gerade macht. Ganz schön blöd. Ein Hörspiel für Mädchen und Jungen. Ausgedacht und gemacht von Zartbitter Köln. Gesprochen von Hella von Sinnen, Imke Pankauke und Massimo Tuveri. So ein Umzug ist ganz schön aufregend. Die alte Wohnung der Familie Ufferkamp war viel zu klein, denn die bekommen bald ein Baby. Tine Ufferkamp freut sich riesig und ist total gespannt, denn sie weiß noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Tine hat in der neuen Wohnung ein super schönes Zimmer. Schade nur, dass ihre beste Freundin Jenny nicht mehr im Nachbarhaus wohnt. Und die Schule muss sie auch noch wechseln. Hoffentlich findet sie in der neuen Klasse schnell Freundinnen und Freunde. Gerade sind ganz viele Umzugskartons in der neuen Wohnung angekommen. Was für ein Durcheinander. Mama sagt den Helfern, wo alles hin soll. Papa trägt Kartons ins Haus und vermisst seinen Computer. Und was macht Tine? Die durchwühlt in ihrem neuen Zimmer sämtliche Kartons. Gerade sucht sie Dolores, ihre Stofftierpantherin.